So, heute heiße ich euch herzlich willkommen zum 10. Part. Wie versprochen werden wir direkt mit einem Angriff auf ein Schiff der Navy beginnen. Und ja, wir wissen ja noch vom letzten Mal, wie das funktioniert. Die Pulverfässer dieses Jahr ein, oder? Nein, gute Idee. Also Pulverfässer. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht mehr, wie das geht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Feuer! Daneben! Letzte Schrumpf, die Wege sind bereit. Feuer! So. Bereit zum Feuern, Captain! Bereit machen für Aufschlag! Wow. Und wir rammen die doch mal. Und drauf! Zack. So. Anvisieren. Schuss. Feuer! Ein paar Treffer hier und sie bricht. Feuer! Oh oh. Die machen aber auch ordentlich Schaden hier. Feuer! Ja! Hat zum Halten X gedrückt halten. Ja, kein Wunder, dass sie nichts machen. Ich drück's nämlich immer nur ganz kurz. Ah, nein. Schuss. Ja. Gebt den Befehl, Sir. Okay. Feuer! Ja! Ja! Achtung, Edward! Feuer! Natürlich immer dran denken, dass wir unser Schiff auch ordentlich reparieren. Feuer! Wow! Duckern! Feuer! Ja! Was für Feuer! Ja! So. So langsam. Nochmal richtig drauf. Richtig, sag ich. Macht euch bereit! So, wow, jetzt raucht er hier ordentlich. Rennt unser Schiff. Er ist tatsächlich von den Kanonen. Verdammt, ist das gut gemacht. Also, deutlich realistischer als noch im letzten Teil. Lasst sie dafür bezahlen! Warten auf dein Zeichen! So. Jetzt. Können wir den jetzt nicht schon angreifen? Ich meine, ändern? Segel setzen! So. Aufschießen! Segel setzen! Jetzt aber direkt hier einmal drumrum kurven. Und entern, bevor wir sie wieder abschießen. Haben wir schon mal hinbekommen. Die Segel einholen! Es bringt ja deutlich mehr, wenn man tatsächlich rübergeht. So. Und entern. Rettet sie in den Arsch und lasst die britischen Stahl schmecken. So. Wow. Das war jetzt super intelligent, mal hier eben ins Wasser zu springen. Und war doch schnellstens hoch. Bevor ich keine Mannschaft mehr habe. So, drauf. Gut, ich hätte vielleicht mit den Drehbassen noch mal ein paar Leute vorher töten müssen. Aber es geht auch so, denke ich. Langsam bekommt man ja ein bisschen Übung in den Kämpfen, ne? Und jetzt meine ganzen Crewmitglieder auch noch rüberkommen. So. Chuck. Und vom einen zum anderen. Gegen den Piratenassassinen habt ihr keine Chance. Aber so gar keine. Wow, 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 wow. Okay, okay, du vielleicht. Aber der Rest hat keine Chance. Der Rest hat keine Chance, habe ich gesagt. Hey, immer die mit ihren Äxten da. Oh nein. Da ist jemand aus meiner Crew gestorben. Ich sollte ihnen allen Namen geben, dann kann ich trauern drum. Ja, vielleicht sollte ich auch gerade nochmal... Oh, noch einer von meiner Crew. Oh. Ich muss jetzt aber auch mal hier irgendwie ein bisschen flüchten, weil sonst sterbe ich ja selber. Und wir können ja noch nachträglich hier vielleicht mit den Dingern noch was ausrichten. Ach. Ach, Himmel hilf. Nadine nützt uns jetzt mal gar nichts. Sie ist ja gar nicht richtig in Reichweite. Wie nennen wir denn das arme Crewmitglied, das gestorben ist?
Das war bestimmt irgendjemand voll cooles. Das sind ja sogar schon zwei tot, ne? Nein, sogar schon drei. Ey, jetzt weiß ich, warum man die Crew da irgendwie lebendig halten muss. Das ist vier Leute gekostet, oder? Also wir konnten jetzt gar nichts anderes wählen gerade als plündern und vernichten. Öffnet die Hauptsegel! Finde ich ein bisschen schade, aber gut. Aufändern! Alle klar zum Bergen! Ja, und wir haben jetzt vier Leute verloren. Wenn ich richtig gezählt habe. Jetzt nimm mehr! Ja. Wow! Okay. Das ist ja mal richtig toll, dass man das Schiff sogar abbekommt. Also, so auf dem Deckel mäßig abbekommt. Ja, wusste ich doch, auf der Insel gibt's noch was zu holen. Ich hätte ein bisschen näher ranfahren können mit dem Schiff. Aber gut, jetzt haben wir schon mal vier Crewmitglieder verloren. Das ist schlecht. Jetzt hoffe ich halt mal, dass wir vielleicht auf dem Weg noch ein paar finden, die wir da irgendwie retten können. So. Hoch da. Genau. Und jetzt wissen wir ja auch, dass wir die Fracht irgendwie öffnen können, wenn wir im richtigen Winkel sind. Und fünfmal drum rum gehen. Und dran schnuppern. Und, verdammt. So, von der Seite öffnen. Genau. So, drum schadet ja nie. Das mag die Crew. Ich auch. Ja. Ich bin ja da so ein typisches Mädchen. Also alles im Mix mit Cola. Rum-Cola zum Beispiel. Oder Pina Colada. Oh, Pina Colada wäre jetzt fein. Ich glaube, die nächste Karibik-Session hier mache ich mit irgendeinem Cocktail oder so. Und dann schwärme ich euch noch vor, wie gut der schmeckt. Und dann noch einen Heizstrahler an. Und dann setze ich mich im Bikini hier vor die Tür und mache einen auf Karibik-Captain. Was gibt's denn eigentlich da drin? Wow, da hat man eine eigene Schiffkajüte und merkt's erst, nachdem man so viel schon rumgefahren ist. Ach, schick. Aha. Cool. Ja, muss ich mal ein bisschen was kaufen vielleicht. Dass ich Edward noch schön anziehe. So, und mein Schiff ausrüsten. Ah, und die kann ich... Okay, ich kann die Updates, wenn ich da so ein bisschen weitergekommen bin... im Spiel direkt im Schiff aufrüsten. Das finde ich ja praktisch. Also. Bisschen unlogisch, aber praktisch. Praktisch und unlogisch geht ja oft einher, gerade bei Spielen. So, wo wollten wir jetzt hin? Wir wollten noch eine angreifen. Ah, wir können ja vorher mal gucken. Ne? Da. So. Stoff, Zucker, Feuerfässer. Aber wir wollen ja Metall eigentlich, ne? So, wie war das mit dem Zoom? Ah, Zoom, okay. Ja, ist denn da jetzt Metall automatisch bei? Oder sollen wir uns jetzt nicht drauf verlassen? Die Hauptsegel in den Wind. Sagen wir, gucken uns jetzt einfach nochmal ein anderes Schiff an. Unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es. Und so. Das ist doch ein anderes. Oder? Treffen, Männer! Oder Hauptsegel einholen! Da hinten ist eins mit Metall. Eine Prickstufe 17. Oh.
Da könnte aber auch sein, dass sie da hinten jetzt irgendwie in die Quere kommt. Oh, da ist ein Schiffbrüchiger. Perfekt, wir brauchen doch mehr Crewmitglieder. Komm her, wo bist du denn? Ich sehe die im Wasser immer nicht. Ah, da vorne. Doch, jetzt hier. Setzt jeden Zoll Segel! Ja. Genau, und retten. Perfekt. So, jetzt gucken wir doch nochmal weiter. Also Stufe 17 klingt schon relativ heftig. Vor allen Dingen, weil da halt auch noch jede Menge andere Schiffe da rumfahren. Also nicht, dass wir dann unsere schöne Check noch verlieren. So, ich habe gerade festgestellt, das ist mir leider jetzt erst in 3 Minuten aufgefallen, dass ich irgendwie bei Fraps was Falsches eingestellt habt und deswegen, ihr die letzten 4 Minuten verpasst habt, weil ich keinen Speicherplatz mehr hatte. Was habt ihr verpasst? Ihr habt verpasst, dass ich noch einen gerettet habe. Ich habe ein Schiff mit Metall gefunden, habe dann aber aufgegeben, danach hinterher zu fahren, weil ich das mit dem Fisch da ausprobieren wollte. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ah, Harpunierziel ansehen. Mhm. Also macht man es doch vom Schiff aus. Also ich bin runtergesprungen. Weil ich dachte, vielleicht macht man das doch persönlich, aber das macht man wohl nicht. Gut. Und ansonsten was noch? Noch ganz kurz, bevor wir das jetzt machen. Ich habe jetzt eben dann auch durch Zufall das optionale Missionsziel gesehen. Das ist mir nämlich vorher vollkommen entgangen. Und zwar müssen wir noch ein Jagdschiff plündern und 50 Zecke Zucker plündern. Gut, dass wir nicht gleich das Metall fertig gemacht haben, sondern dass mir das jetzt so passiert ist, damit man das Ganze nämlich nochmal machen können. Biere freimachen, lasst etwas Segel sehen. So, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir mit dem Fischi da machen. Mit. Aha. Bindet die Harpunen los. Harpunen. So. Upp. Ja. Nee, doof. Seht ihr irgendwas? Nee. Ich sehe den nämlich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja. Da ist er! An Steuerbord! Das klingt auch gar nicht so ungefährlich, was wir hier machen. Och. Da will sich jemand nicht fangen lassen. Verstehe ich, würde ich auch nicht. Haha. Wow. Er zieht an, Captain. Wow. Er ist getroffen. Scheiße. Ganz schön brutal. Arme Hai. Treffer. Schmeckt ihm nicht, ha? Er ist getroffen! Der Bastard hat das Seil zerrissen. Ah. Geduld. Shit. Da kommt er doch wieder. Achtung, Steuerbord voraus! Wow. Komm her. Uah. Der ist gefährlich. Ja, ist ja auch ein Hai, Witzbold. Ja. Da vorne. Direkt voraus. Da vorne. Und nochmal. Ist ja auch nicht wegschwimmen, ne? Oh, wir haben eine bestimmte Anzahl Harpunen. Ja, das hätte mir mal früher auffallen können. Dieser ist fast erledigt. Zacka. Armes totes Fischi. So. Haben wir das auch mal erledigt? Ja, ich habe gehört, dass ich von Seiten von Tierschützern ganz schön aufgeregt worden ist, dass so diese Walfang und das ganze Zeug so dargestellt wird. Ich meine, das ist es für mich jetzt, mich wundert es dann, dass Menschenrechtler nicht irgendwie protestiert haben.
wegen unserem dunkelhäutigen, der farbigen Freund, der ja auch nicht gut behandelt wird, ne? Das ist immer so, das sind so Grenzlagen. Also, nee. Nee, das wollten wir jetzt nicht. Wir wollten eigentlich das Schiff da vorne abgreifen. Oder sind das, wir müssen ja mal gucken, auch wegen Jagd. Nee, Kanonenboot. Kanonenboot. Sind die jetzt zum Begleitschutz da? Greifen die mich dann auch an? Das wäre irgendwie doof. Na egal, wir machen das jetzt trotzdem. Wir nehmen es auch mit 3 Schiffen auf. Passt schon. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. Hoch, Leute, an die Bramsegel. Ja, das sind immer so Grenzfälle, ne? Da kann man diskutieren drüber. Scheiden sich wahrscheinlich auch die Geister. Da sind sie am empfindlichsten. Ich persönlich finde, ich mag das nicht so in einem Spiel, aber ja, es gehört auch irgendwie in die Zeit, wenn man es realistisch machen möchte. Und auch da drücke ich dann die Augen zu. Das ist irgendwie. Also, es ist ja auch kein echtes Tier. Das weiß man ja. Also, ich würde jetzt nicht anfangen mit Walfang, bloß weil das irgendwie dargestellt wird, ja. Also. Ja. Findet er da die Einwände berechtigt oder auch eher weniger? Könnt mir das natürlich auch gerne mal mitteilen. Mich interessiert es ja immer, wie andere Leute sowas sehen. So. Ja, jetzt haben wir ganz nebenbei so ein bisschen Beute noch gemacht. Und retten. So. Ganz viel Beute gemacht und ganz viele Leute gerettet und... Nein, wir stoßen nicht zusammen. Wir entern. So, noch nur 5. Das ist ja vor allen Dingen aus der Position. War nicht so schwer, ne? Oh. Habe ich jetzt noch 2 von meiner eigenen Crew mitgetötet oder was? Nee. War jetzt noch nicht gedacht. Ei. So. Wo sind denn meine Waffen hin? Ja, ich enter ein Schiff und da gehe ich nur mit Fäusten drauf, klar. So, den noch auch. Müssen sie sich aber doch gleich mal ergeben. Boom. Okay. Ja, also noch können wir zumindest keine anderen Schiffe eventuell mitnehmen für die eigene Flotte. So, jetzt müssen wir nur noch ein Jagdschiff finden. Was ist denn das hier? Hallo? Jagdschiff? Nee, Schoner. Okay, Banks, nee. Kanonenboot. Und hier? Rick. Rick. Schwone? Muss ich jetzt hier eigentlich einen im Kreis, oder? Wollen wir zumindest mal den Schiffbrücken schicken da vorne nochmal mit? Überlebender. So. Ja, aber jetzt immer noch kein Jagdschiff. Was ist denn da ganz da hinten? So. Schoner. Kanonenboot. Schoner. Vielleicht sind wir nicht in der richtigen Gegend für Jagdboote. Heißen die denn dann auch Jagdboote? Jeden fetzen Stoff in den Wind. Setzt alle Segel, die wir haben. Ja, fahren wir einfach mal raus aufs große offene Meer. In der Hoffnung, dass wir kein
Sturm abbekommen. Oder vorne gibt es da noch einen Schatz. Also zumindest ethische Grundsätze, Walfang hin und her. Die Viecher zu jagen macht schon Spaß. Also so jetzt hier im Spiel, ne? Das ist mal ein bisschen Abwechslung zu dem ständigen... wir hüpfen auf dem Boot rum. Holen Schätze. Etc. pp. Es ist immer so trügerisch. Auf dem Boot wirkt das Ganze furchtbar nah, als ob man fast drauf schippert. Und wenn man dann runterspringt, dann schwimmt man da doch nochmal eine halbe Ewigkeit. Zumindest gefühlt. So. So, Beute machen. Beute! Ja, Beuten. So. Und auf dem Inselchen gibt's nicht mehr, was uns interessiert. Das ist gut. Und in der Zeit, wo wir auf der Insel waren, hat sich bestimmt ein Jagdschiff in unsere Gegend begeben. Da bin ich fest von überzeugt. Ich hoffe zumindest. Ist ja immer so blöd, dass man dann ewig nach sowas suchen muss. Also deswegen habe ich den Hai auch gleich mitgenommen, weil wenn ich einen Hai haben will, für irgendeine Verbesserung, werde ich garantiert keinen finden. In der ganzen riesigen, verdammten Karibik keinen einzigen Hai vermutlich. So, Brick, Schoner, Kanonenboot. Auch alles keine Jagdboote. Es ist ja auch echt gemein, dass man beim Rennen immer die RT-Taste drückt und beim Schnellerfahren die A-Taste. Und jetzt möchte ich immer mit dem Schiff rennen. Ja. Kennt ihr das oder bin da nur ich ein bisschen blöd? Das ist doch wieder ein Schiffbrüche, gleich, ich wusste so. So, komm her. So, und da vorne gibt es auch nochmal ein Inselchen. Und wenn wir da eh schon dran vorbeifahren, diesmal fahren wir aber näher hin. So. Ja, nee, nicht Ort ansehen, sondern fast drauf fahren. So. Jetzt sollten wir ja schneller da sein und nicht wieder ewig schwimmen müssen. Ich würde der Landschaft aber auch nicht überdrüssig. So schön. So schön. Tausende von kleinen Inselchen. Aber ich hätte so gerne ein Haus auf so einer Insel. Also, wenn ich mal reich bin, ja, denn ich werde mal reich werden, dann werde ich mir ein Haus auf einer Insel kaufen. Tja, so sieht's aus. Vielleicht mit Privatflughafen, dass ich direkt mit meinem Chat da landen kann. Hoho, wie dekadent. Oder mit Hafen. Oder mit gar nichts davon. Eigentlich wäre mir so ein kleines Inselchen, wo keiner irgendwie finden kann, am liebsten. So. Gut, aber was ich jetzt gerne hätte, was ich jetzt wirklich, wirklich gerne hätte, ist ein Jagdboot. Ein Jagdboot. Damit wir hier mal weitermachen können. Jetzt sehe ich gar kein Boot mehr, auch da hinten. Okay. Was ist das? Das ist eine Brick. Mal wieder. Und ein Kanonenboot. Mal wieder. Eine Insel? Ein Kanonenboot. Eine Brick. Eine brennende Brick. Florida? Oh, Florida. Schön. Ja, wir können ja trotzdem mal Richtung brennender Brick fahren. Ja, aber das ist dann blöd, wenn die Metall gelagert hat. Nee, das machen wir lieber nicht. Das machen wir lieber nicht. Was sind wir denn hier? Das ist ein Kanonenboot. Und das ist eine Brick. Gibt's denn hier nirgendwo ein Jagdboot? Ist das so schwer?
Vielleicht heißen die nicht Jagdboot, vielleicht haben die Sperrgebiet oder was, da wollen wir jetzt nicht rein. Irgendwas besonders gelagert oder sind die. Können wir hier vielleicht nochmal gucken nach einem Jagdgebiet oder irgendwie sowas? Nein, nee, ich wollte jetzt nicht nochmal einen Bullenhai, aber. Aha. Die Feindschiffe sind sogar auf der Karte eingezeichnet. Ja, zumindest die, die man sieht, oder was? Ja, und da kann ich jetzt nicht irgendwie gucken, was das für eins ist. Na, ist dem klasse. Na, dann halt da nochmal an dem Schiffbrüchigen vorbei. Steuerbord! Schiffswrack, Überlebender! Und dann, was sind wir denn hier? Kanonenboot. 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 Wie viele davon gibt's denn hier? Kanonenboot. 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 Okay. Ach, die bekriegen sich da gegenseitig, ne? Nee, wollen wir nicht. Wir fahren jetzt doch nochmal Richtung. Hai. Weil vielleicht ist bei dem Hai. Das klingt doch intelligent, ein Jagdschiff. So. Also auf zum Hai. Sehen wir auch schon irgendwas, was aussieht wie ein Boot. Ist das auch ein Boot? Das ist ein Schoner. Was hat der? Ja, Holz und Stoff. Nee. Brauchen wir nicht. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Ja, toll. Hinten ist auch nochmal irgendwas. Da gerade vorbei, das sind die Kanonenschiffe. Ach nee, wir harponieren jetzt nichts, wir suchen. Frisches Fleisch für uns, falls du triffst, Captain. Nee, ich treffe jetzt auch nicht. Also, diese optionalen Ziele sagen ja immer, was Edward im Prinzip so, ne, wenn man das Leben von ihm 1:1 komplett nachspielen würde. Und ich bezweifle, dass der gute Mann 5 Stunden auf See verbracht hat, nur um so ein verficktes Jagdschiff zu finden. Aber gut, egal. Die Entwickler haben sich bestimmt was dabei gedacht und bestimmt dachten sie, oh, wenn wir 3 Stunden lang durch die Karibik fahren, werden wir sie noch schöner finden als am Anfang. Und leider haben sie nicht recht. Also ich finde die Szenerie nach wie vor fantastisch. Gar nichts zu meckern, aber so ein Jagdschiff wäre jetzt halt schon langsam mal toll. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, ich suche mal noch ein bisschen und ihr seht mich dann das Jagdschiff plündern im 11. Teil. Ja. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, dass ich hier jetzt dann schnell eins finde. Und ihr werdet natürlich nichts verpassen, weil ich werde euch natürlich zeigen, wenn ich denn eins gefunden habe. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und alles Gute. Ciao.